Die Nachrichten von N24, guten Morgen. Für die einen könnte der Sommer im Frühling so weitergehen. Viele andere sehen sich endlich Regen herbei. Verbreitet hat er bereits im Westen eingesetzt, aber in einer Heftigkeit, dass es in vielen Gegenden hieß, Land unter. Die Unwettergebiete ziehen jetzt weiter Richtung Süden. Und auch dort wird es mehr als nur ein lauer Frühlingsregen. Land unter am Niederrhein. Nachdem es wochenlang nicht richtig geregnet hat, nun das Unwetter. In Viersen sorgten am späten Abend heftige Regen- und Hagelschauer für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Viele Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge vor den Schlamm- und Wassermassen in Sicherheit bringen. Weil Gullis noch mit Laub verstopft sind, konnte das Wasser nicht ablaufen. Teilweise standen die Helfer bis zur Hüfte im Schlamm. Grund für all das? Tief Norbert. Es nimmt von Westen her Kurs auf Deutschland. Das Gute an diesen Kapriolen, die Waldbrandgefahr geht leicht zurück. Zumindest punktuell und vor allem im Westen. Von Entwarnung kann trotzdem keine Rede sein. Dafür bräuchte es viel mehr und großflächigeren Regen. Gestern kämpften 250 Spezialisten bei Stockdorf im oberbayerischen Landkreis Starnberg gegen die Flammen. Etliche Feuerwehrleute wurden verletzt. Wetterbedingt war es ein bisschen schwierig aufgrund der wechselnden Windrichtungen in diesem Waldstück. So hatten wir eine undefinierte Brandausbreitung in allen Himmelsrichtungen. Und auch für Landwirte und Winzer hat sich die Trockenheit bereits zu einem echten Problem entwickelt. Ein frühsommerlicher Mai mit aprilhaften Anwandlungen. Nach der Gewitterfront soll es ab Freitag deutlich kühler werden. Um Griechenland vor der Pleite zu bewahren, bereitet die Europäische Union ein weiteres Hilfspaket vor. Das hat EU-Währungskommissar Rehn bestätigt. Die Rede ist von 60 Milliarden Euro, das berichtet das Handelsblatt. Aus Protest gegen die Sparpolitik der Regierung haben Griechenlands Gewerkschaften erneut zu einem Generalstreik aufgerufen. Bereits in der Nacht gab es heftige Unruhen in Athen. Mit Stöcken bewaffnete Demonstranten zogen durch das Zentrum der griechischen Hauptstadt und machten Jagd auf Ausländer. Sie schlugen Scheiben ein und prügelten sich mit der Polizei. Zuvor war ein Grieche bei einem Raubüberfall in einem vor allem von Ausländern bewohnten Viertel erstochen worden. Die Ethikkommission der Bundesregierung geht davon aus, dass ein Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland bis spätestens 2021 möglich ist. Außerdem sollten die nach der Katastrophe in Fukushima vom Netz genommenen alten Kernkraftwerke abgeschaltet bleiben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Versorgungssicherheit sei trotzdem nicht gefährdet. Nach wochenlangem Machtkampf versucht die FDP mit einem Rollentausch in der Bundesregierung und im Bundestag einen Neuanfang. Die Bundestagsfraktion wählte gestern Rainer Brüderle mit großer Mehrheit zum Fraktionschef, der damit sein Amt als Wirtschaftsminister aufgibt. Dieses Ressort übernimmt der künftige Parteichef Philipp Rösler. Das Gesundheitsministerium, das soll für ihn der bisherige parlamentarische Staatssekretär Daniel Bahr übernehmen. So viel größer bist du auch wieder nicht. Pult rauf oder runter. Zumindest mit seinen Personalvorstellungen hat sich der künftige FDP-Chef Rösler durchgesetzt. Für ihn das Signal für einen Neustart. Wie hier in Dresden ist die Parteibasis aber nicht ganz so optimistisch. Leute, die die Wahlen verloren haben, sollten mal ins zweite Glied zurücktreten. Das wäre meine Auffassung gewesen. Und man sollte nicht nun gleich wieder für diese Leute andere Posten finden. Zurzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden, was läuft. Gar nicht. Werden wir sehen. Alte Köpfe auf neuen Posten. Am Wochenende soll der Parteitag die Rundumerneuerung absegnen. Ob Rösler die FDP damit aus dem 4%-Tief führen kann, bleibt aber abzuwarten. Die Universität Bayreuth veröffentlicht heute ihren Abschlussbericht über die Doktorarbeit von Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Schon vorher hatte die Universität mitgeteilt, dass zu Guttenberg in seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht habe. Der CSU-Politiker gibt zwar gravierende Fehler zu, bestreitet aber eine bewusste Täuschung. Auch die FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin muss um ihren Doktortitel bangen. Das berichtet der Tagesspiegel aus Berlin. Demnach will ihr die Universität Heidelberg ebenfalls die Doktorwürde entziehen, weil sie abgeschrieben hat, ohne die Zitate zu kennzeichnen. Auf der Suche nach einer gestern Abend von einem alten Pflegeheim in Engelsbrand vermisst gemeldeten Frau ist ein Polizeihubschrauber mit drei Insassen am nördlichen Ortsrand von Engelsbrand abgestürzt. Die 77-jährige Frau wurde inzwischen gefunden. Die drei Insassen des Hubschraubers mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie sind aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Polizeihubschrauber ist nur noch ein Wrack. Rettungskräfte mussten hieraus die beiden eingeklemmten Piloten befreien. Eine Polizistin, die die Wärmebildkamera an Bord bedient hatte, fanden sie außerhalb der Maschine.
Am Abend war eine 77-jährige demenzkranke Frau aus dem örtlichen Pflegeheim verschwunden. Die aus Stuttgart kommende Hubschraubereinheit sollte helfen, sie zu finden. Die drei Polizisten konnten die Frau dann auch in einem Waldstück orten. Als sie ihre Flughöhe reduzierten, streiften sie offenbar Bäume und stürzten ab. An seinem vorletzten Arbeitstag machte sich auch Baden-Württemberg scheidender Ministerpräsident Mappus noch selbst ein Bild von der Lage. Währenddessen meldeten Suchtrupps in der Nähe der Absturzstelle eine erfreulichere Entdeckung. So kurz nach Beginn der Suchaktion ist die vermisste Dame von einem unserer Polizeihundeführer gefunden worden. Ihr geht es den Umständen nach gut, sie ist vom Arzt untersucht worden. Die Frau ist mittlerweile wieder unversehrt ins Pflegeheim zurückgekehrt. Die Hochwasserlage am Mississippi bleibt angespannt. In der Umgebung von New Orleans bedrohen die Fluten unter anderem zwei große Ölraffinerien. 24.000 Bewohner sollen sich in Sicherheit bringen. Die Menschen in Memphis dagegen können aufatmen. Die Innenstadt von Memphis ist zwar noch trocken, hier haben die Dämme bisher gehalten. Andere Teile der Heimat von Elvis Presley aber sind völlig überflutet. Der Mississippi ließ sich hier nicht aufhalten. Danny Lee Mitchell ist zu Hause geblieben, trotz der Gefahr. Er befürchtet Plünderungen. Ich gehe nur, wenn ich plötzlich keinen Strom mehr habe. Der Druck des Mississippi ist so groß, dass die Behörden mehrere Schleusen dieses Staudamms öffneten, um das Wasser kontrolliert abfließen zu lassen. Rund um die Uhr beobachten Experten die Deiche und wo sie zu weich sind, werden sie verstärkt. Die Flutwelle ist nun auf dem Weg nach Louisiana, wo die Gewalt der Natur die Menschen wiederholt heimsucht. Wir wollen nicht unsere Häuser verlassen müssen, so wie es nach Hurricane Katrina geschah. Der Gouverneur des Bundesstaates versucht, seine Mitbürger zu beruhigen. Die Dämme werden halten, sagt er. Bisher haben die Behörden Recht behalten. Die Schäden sind begrenzt. Die große Katastrophe ist ausgeblieben. Alle hier hoffen, dass ihnen auch in den kommenden Tagen das Schlimmste erspart bleibt. Tolle Optik. Mieser Ton. Der Auftakt in die Grand Prix-Woche in Deutschland war nicht ganz so glanzvoll wie eigentlich geplant. Im ersten Halbfinale in Düsseldorf fielen nämlich die Leitungen vorübergehend aus. Die Kommentatoren mussten sich per Telefon zuschalten. 10 Länder sind ins Finale gewählt worden. Lena muss sich ja keine Sorgen ums Weiterkommen machen. Deutschland ist automatisch qualifiziert. Und ganz Düsseldorf momentan eine große Grand Prix-Party. Mittendrin unser Reporter Markus Tüxen. Ja, Riesenfreude bei den Teilnehmern und Gewinnern des ersten Halbfinales. Die Schweiz weiter, Georgien weiter, Aserbaidschan weiter Favorit. Aber mal Hand aufs Herz, wir drücken noch alle nur den Deutschen die Daumen und hoffen, dass Lena jetzt weiterkommt am Samstag. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall hart. Bis dahin wird weiter gefeiert in Düsseldorf. So, der Blick auf die Börsendaten an diesem Morgen. Die Vorgaben durchaus freundlich. Der Dow beendete den Handel in New York dank starker Konjunkturdaten in China fester. 12.760 Punkte, auch in Fernost. Die Stimmung gut. Der Nikkei weiter auf dem Vormarsch. Der Hang Seng hat jetzt leicht abgebaut. Beide Indizes aber nach wie vor im Plus. Schauen wir noch auf den DAX gestern. Guter Handelstag. Schlusskurs 7.502 Punkte. Ein Plus von 1,2%.